الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين. Heute inshallah eine Wiederholung für das Thema, was Sirat al-Mustaqim angeht und was das Gegenteil, die Bid'ah und die Erneuerung angeht, von 197 bis 207. Die Frage 197: Was ist der gerade Weg, den uns Allah subhanahu wa ta'ala befohlen hat, dass wir den gehen, und der uns verboten hat, oder von dem uns verboten hat, einen anderen zu gehen? Und da sagte der Verfasser, ihr habt ja im Buch die Antwort, das ist die Religion des Islams, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten gesandt hat. Und hier sollte man merken, wenn hier der Verfasser sagt, die Religion des Islams, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala die Gesandten gesandt hat, das heißt, es gibt nur eine Religion, und die Religion des Islams ist die Religion von dem Tawhid, mit dem alle Propheten gekommen sind. Und nach Entsendung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gilt der Begriff Islam für die Religion des Islams und für die Scharia-Gesetzgebung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, es wird nichts akzeptiert, außer die Religion des Islams mit der Gesetzgebung vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und hat auch den Hadith mit der Linie, wo der Prophet eine Linie dargestellt hat, hat eine Linie auf dem Sand gemacht und hat neben dieser Linie Wege gemacht. Das habt ihr hier im Buch. So. Und was ist der Sirat al-Mustaqim? Wir sollten uns inshallah diese Notizen merken, die sind wichtig für den Test. Sirat al-Mustaqim ist der Islam. Also wird mit dem Islam erklärt. Und Sirat al-Mustaqim ist die Sunna, weil der Islam ist die Sunna. Und Sirat al-Mustaqim ist der Koran. Wurde auch mit dem Koran erklärt, weil der Koran ist Wort Allah subhanahu wa ta'ala und sozusagen hat uns den Weg gezeigt, und der Koran versteht man nicht ohne sozusagen die Praxis der Sunna. Deswegen Koran und Sunna ist As-Sirat al-Mustaqim. Und Sirat al-Mustaqim, also der gerade Weg, ist das, worauf der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam basiert und seine Sahaba, seine Gefährten. Und kann man auch sagen, Sirat al-Mustaqim ist der Weg der Gläubigen. Der Weg von Sahaba und Weg der Gläubigen ist das Sirat al-Mustaqim. Und das Sirat al-Mustaqim kann man in zwei Sachen teilen. Den Tawhid, das heißt, dass man rein alles für Allah subhanahu wa ta'ala hat, und die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was eigentlich in deiner Eintritt im Islam du bezeugst. Ashhadu an la ilaha illallah, es gibt keinen Gedienten, der zu Recht angebetet wird, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dass du die Religion rein für Allah betreibst. Und ashhadu anna Muhammad Rasulullah, also ich bezeuge, dass Muhammad der Gesandte ist, den ich einzig allein befolge. Einzig allein befolge. Wenn man dies sozusagen praktiziert und diese zwei Sachen erreicht, dass man seine Religion rein für Allah subhanahu wa ta'ala hält und dass man seine Religion nur durch den Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam betreibt, dann ist man auf dem Sirat al-Mustaqim. Wenn man zum Beispiel, wenn man jetzt nicht sozusagen das, was der Prophet Muhammad uns gebracht hat, befolgt, und aber dabei aufrichtig ist, ist man nicht auf dem Sirat al-Mustaqim. Oder wenn man sozusagen das befolgt, was der Prophet uns beigebracht hat, aber dabei nicht aufrichtig ist, ist man nicht auf dem Sirat al-Mustaqim. Und das Sirat al-Mustaqim, wie Ibn al-Qayyim und auch andere Gelehrten ihn beschrieben haben, hat fünf Sachen, also fünf Eigenschaften an den Sirat al-Mustaqim, der gerade Weg. Einmal, dass er gerade ist. Sirat al-Mustaqim, also der Weg, der zu Allah führt, der hat Eigenschaften. Einmal, dass er gerade ist.
Es ist eine Eigenschaft von As-Sirat al-Mustaqim. Zweitens, dass er dich dahin bringt, wo du ankommen solltest. Das bringt dich zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die anderen Wege, die bringen dich nicht zu Allah, zu Wohlgefallen von Allah subhanahu wa ta'ala. Und dass es nah ist. Also ist nicht ein weiter Weg und so weiter, ist sehr nah. Und sozusagen ist weit, also kann jeder in diesen Salat kommen. Also ist nicht einer, wo du keinen Platz hast für den anderen. Das heißt, das kann jeder auf diesen Weg kommen. Und der ist einfach. Also die Einfachheit von Salat al-Mustaqim. Deswegen hat uns der Prophet Muhammad den Islam beschrieben mit was? Ja, dass es die einfache Religion ist. Al-Hanifiyya as-Sahla. Ja, das ist das Salat al-Mustaqim. Dann eine Sache bei dem Salat, als Allah SWT über Sirat gesprochen hat, hat er nur Einzahl genannt. Das Sirat. Ja. Arabisch sprachlich die Mehrzahl von Sirat, Siratat. Zum Beispiel. Das findest du nirgendwo, weder im Koran noch Sunna. Aber als er über die anderen Wege gesprochen hat, hat Wala tattabi'u subul und folgt nicht die Wege. Das heißt, die Wege sind viel. Die Wege, die nicht Sirat al-Mustaqim sind, sind viel. Deswegen auch eine wichtige Sache. Das Sirat ist eins und die falschen Wege sind viele. Dann, das Sirat al-Mustaqim ist zwischen der Übertreibung und zwischen der Untertreibung. Wann ist man zwischen Übertreibung und Untertreibung? Wenn man sich an die Beweise hält. Wenn man sich an den Koran und Sunna hält, dann ist man auf den Sirat al-Mustaqim. Übertreibt man, das heißt, wir machen etwas, was nicht zu Koran und Sunna gehört. Dann ist man raus aus dem Sirat al-Mustaqim. Untertreibt man, das heißt, man lässt von dem Sirat al-Mustaqim aus, dann ist man auch sozusagen aus dem Sirat Mustaqim braucht man eine Korrektur, dass man auf den Sirat kommt. Die fünfte Notiz, die wichtig ist, man kann nicht auf den Sirat Mustaqim sein, ohne die falschen Wege zu verlassen und zu vermeiden. Das heißt, man ist nicht auf den Sirat Mustaqim, wenn man mit der Sunna auch die Bid'a zusammen macht. Das macht man etwas von Sunna und macht man auch Bid'ah. Das ist nicht ein Sirat al-Mustaqim, weil der Prophet Muhammad hat gesagt, haltet euch an meine Sunna und wehe euch mit den Erneuerungen. Das heißt, damit du dich an die Sunna halten kannst, musst du dich von den Erneuerungen fernhalten. Dann hatten wir die 198. Frage. Wie geht man auf diesen Sirat? Und wie erreicht man das, dass wir sozusagen von den falschen Wegen und von der Abweichung von dem Sirat, wie erreicht man, dass wir sozusagen uns fernhalten von der Abweichung? Hier hat der Sheikh, was ihr auch im Buch seht, die Antwort gegeben, mit dem Tawhid und Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und so weiter. Dann habe ich als Notiz das, was ihr aufschreiben solltet, hinzugefügt, dass wir dem Buch von Allah subhanahu wa ta'ala und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam befolgen sollten mit dem Verständnis von den Salaf Salih, mit dem Verständnis von den rechtschaffenen früheren Leute. Angefangen mit den Sahaba. Ma ana alayhi wa ashabi, was auf meine Sache basiert und die von meinen Gefährten.
und die von den Sahaba den Weg genommen haben. Das sind As-Salaf As-Salih, dass wir den Koran und die Sunna mit ihrem Verständnis verstehen. Und der Verfasser meinte Tajrid al-Ittiba, das heißt reines Befolgen. Was aus unter reines Befolgen zu verstehen ist, dass man die Sunna und das, worauf die Sahaba basieren, dass man das befolgt und dass man vermeidet die Bid'a und die Erneuerung und die falschen Wege, ja, und dass man nichts vorzieht gegenüber die Sunna des Propheten Muhammad und den Weg des Propheten Muhammad. Und dass man nicht eine Meinung gegenüber die Sunna des Propheten vorzieht. Dass man nicht eine Madhhab oder eine Rechtsschule oder irgendetwas vorzieht gegenüber die Sunna oder eine Aussage von einem Scheich oder einer Tariqa oder einer Partei. All diese Sachen widersprechen das reine Befolgen. Das heißt, das reine Befolgen hat die höchste Priorität, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und alles andere darf das nicht begegnen und sozusagen, dass man sagt, das ist auf der Stelle, das ist auf der Stelle, dass ich mir sozusagen zwischen das und das auswählen kann oder aussuchen kann. Ja? Deswegen, das ist auch eine richtige Sache zu verstehen, was bedeutet das reine Befolgen. Ja. Dann brauchen wir sozusagen die Befestigung auf den Sirat. Wie bekommt man die Befestigung auf den Sirat? Da habe ich einige Mittel erwähnt, die einen auf den Sirat, auf den geraden Weg befestigen. Zum einen hat Allah subhanahu wa ta'ala uns den Koran genannt. Allah subhanahu wa ta'ala sagte zu seinem Prophet, كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Also, damit wir mit dem, das heißt mit dem Koran, deinen Herzen befestigen. Dein Herzen befestigen. Das heißt, der Koran ist ein Mittel für die Befestigung auf dem geraden Weg. Dann der Iman. Der Iman, das heißt die Verwirklichung der Iman, der Glaube. Ja. Allah sagt, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Allah befestigt diejenigen, die glauben, die den Iman verwirklichen, mit der festen Aussage in diesseits und im Jenseits. Und lässt Allah die Ungerechten in Irre gehen. Und Allah macht, was er will. Das heißt, Verwirklichung von Iman ist eine Befestigung auf den Sirat Mustaqim. Dann die rechtschaffenen Taten. Bemühen, die rechtschaffenen Taten zu machen. Allah subhanahu wa sagt, وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. Wenn sie machen würden, das, womit sie ermahnt worden sind, dann wäre es besser für sie. Also von Ergebnis besser für sie und stärker in ihre Befestigung. Stärker in ihre Befestigung. Das heißt, die rechtschaffenen Taten sind Mittel zur Befestigung. Und gleichzeitig sind auch die rechtschaffenen Taten ein Mittel für sozusagen die Bewahrung in Fitnazeit. Deswegen sagt der Prophet, eilt mit den guten Taten, bevor Fitnen kommen, bevor Versuchungen kommen. Ja? Das heißt, die guten Taten in der Zeit, wo man Fitne hat, dass man sich mit den guten Taten beschäftigt, den rechtschaffenen Taten beschäftigt, das ist schon mal eine Schutz für einen, dass er nicht in Fitna gerät und auch ein Schutz für einen, dass er auf dem geraden Weg bleibt. Taib. Manchmal fehlt uns die Motivation. Da gibt es auch ein Mittel, um sich zu motivieren. Und nicht umsonst sagt uns Allah subhanahu wa ta'ala, der Weg von denjenigen, den du deine Gunst erwiesen hast. Das heißt, jemand ist schon auf dem Weg gegangen.
Nimm dir ein Beispiel an ihn. Also erkundige dich über diejenigen, die auf den geraden Weg gegangen sind, den Allah subhanahu wa ta'ala diesen geraden Weg beschert hat. Deswegen, die Geschichten der Propheten und Geschichten der Rechtschaffenen, die Geschichten von denjenigen, die auf den Sirat al-Mustaqim gegangen sind, ist für dich eine Motivation und ist für dich wiederum eine Befestigung, dass du nicht dich irren lässt von den Leuten, die in deiner Zeit sind, sondern dass du schaust auf diesen Sirat, wer ist schon vor mir gegangen und wen will ich folgen? Was hat er gemacht? Was hat er erlebt? Wie war er in seiner Zeit? Wer war gegen ihn? Wie hat ihn Allah subhanahu wa ta'ala doch am Ende siegen lassen und so weiter? Du siehst die Früheren, du hörst ihre Geschichten, du hörst, was sie getan haben, dann hast du Motivation. Dann hast du jemanden, der für dich ein Vorbild ist. Sei es die Propheten, sei es die Sahaba, radiallahu anhu, wenn man von ihren Geschichten hört, sei es die Imame der Religion, die sozusagen befestigt waren in der Religion, was ihre Biografien, die Biografien von den Gelehrten zu hören und zu lesen, das ist sozusagen eine Befestigung für einen. Deswegen sagt Allah zum Teil auch über die Propheten: وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Also, und von allen erzählen wir dir von den Geschichten der Gesandten, womit wir deinen Herzen befestigen. Dein Herzen befestigen. Auch ein Mittel zu der Befestigung auf der Religion ist, dass man seine Aqida, die saubere, richtige Aqida, lernt. Weil diese Aqida, wenn man die lernt, die hat die Sahaba befestigt. Herakl, also Herkules oder Herakl auf Arabisch, hat Abu Sufyan gefragt. Abu Sufyan war in der Zeit Kafir. Und Herakl fragt über, weil die haben ja Probleme gehabt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waren im Krieg und so weiter und so fort, hat ihn einige Fragen gestellt, damit er weiß, ist das ein richtiger Gesandt oder nicht? Weil er weiß von Schriften der sozusagen Ahl-Kitab, weiß er sozusagen Eigenschaften von Gesandt. Was hat er ihn gefragt? Er hat ihn gefragt, wenn einer von denen, von dem du erzählst, in die Religion reinkommt, geht er wieder aus dieser Religion raus, aus sozusagen irgendeinem Ereignis, was ihm passiert oder etwas, was ihm sozusagen nicht gefallen hat und so weiter. Dann sagt er, Abu Sufyan, nein. Und dann als Herakl, also Herkules, dann Abu Sufyan aufgeklärt hat, dass das ein Gesandter ist, dass das alles Zeichen von Gesandter ist, hat er ihm die Antwort gegeben, warum er diese Frage gestellt hat. Dann sagt er, so ist es mit dem Iman. Wenn er den Herzen berührt hat und gefühlt hat, ja, dann geht keiner mehr aus dieser Religion raus. Und genauso ist es mit dem Muslim, wenn er praktiziert. Wenn in seinem Herzen der Iman so gekommen ist, dass er ihn richtig berührt hat, dann geht er nicht mehr von diesem Weg weg. Geht er nicht mehr von Sirat weg. Deswegen die Aqida richtig zu lernen. Und dass diese Iman in deinen Herzen, die Berührung und dich richtig befüllt, diese Iman, das bringt dich dazu, dass du befestigt wirst. Und auch eine schöne Aussage von Salaf, die haben gesagt, die meisten Leute, die Zweifel an ihrer Religion hatten, vor allem, wo sie am Sterben lagen, sind Ahlul Kalam. Ahlul Kalam, die sich mit Logik und mit Philosophie beschäftigt haben. Warum?
weil sie nicht ihre Religion von Koran und Sunna, nicht ihre Aqida sauber gehalten haben. Deswegen waren sie öfters in Zweifel. Dann ein Mittel, der dich befestigt auf den Sirat al-Mustaqim, ist die Erziehung, at-Tarbiyah. Und das ist auch ein Grund, warum bei WDW-Programm auf die Erziehung geachtet wird. Weil das lässt einen auf den Sirat al-Mustaqim. Man sollte mit seinem Iman erzogen werden. Und hier heutzutage haben wir das Problem, dass sozusagen viele, die das Wissen als Information nehmen. Es wird nicht verarbeitet. Es wird nicht nach dem Wissen erzogen. Es wird sozusagen getrennt zwischen Informationen, die man sich gesammelt hat, und dann in seine Praxis, in sein Leben, sozusagen, wie man diese Informationen verarbeiten sollte, was man aus diesen Informationen macht. Deswegen ein Talib ilm, also der nach Wissen strebt, ist gleichzeitig auch ein Talib amal. Das heißt, der nach Handlung strebt. Wie strebt er nach Handlung? Indem er lernt, was er handeln möchte, was er schon beabsichtigt hat zu handeln. Aber einer, der konzentriert ist, Informationen zu nehmen und sein Wissen zu vermehren, aber hat nicht vor oder trennt zwischen dieser Information und dieser Praxis, dann stimmt was nicht in seiner Art und Weise, wie er lernt. Deswegen braucht man At-Tarbiyah, die Erziehung, nach dem Iman, also auf den Iman erzogen zu werden. Und diese Erziehung braucht eine Stück für Stück aufzubauen. Nicht sozusagen ohne Grundlagen sozusagen einfach so praktizieren, ohne die Grundlagen zu haben, wie man erzogen wird nach dem Iman. Genauso wie die Sahaba erzogen worden sind nach dem Iman. Was dazu geführt hat, dass sie standhaft waren und dass sie in ihre Prüfungen standhaft waren. Das ist die richtige Erziehung. Dann, was dich auch befestigt, ist, dass man zurückkehrt zu den Gelehrten und von ihnen die Nasiha nimmt. Und das Problem, was wir heutzutage haben, ist, dass jemand als letztes die Gelehrten fragt, wo schon die Probleme und sozusagen die Ergebnisse von seiner falschen Praxis und so weiter auftauchen. Dann fragt er die Gelehrten nach Lösung von Sachen, die sozusagen sein Leben zum Chaos gemacht haben. Und dann sucht er bei den Gelehrten eine Lösung von einer Ansammlung von Sünden und von falschen Praktiken und von falsches Verhalten, wo er eigentlich das Fragen von Gelehrten so verschoben hat, dass er keinen Ausweg mehr findet von diesen falschen Praktiken, die er gemacht hat. Aber wenn jemand sich angewöhnt, dass er, wenn er was handeln will, wenn er etwas nicht weiß, dass er vorher fragt, dann spart man sich diese ganzen falschen Ergebnisse und sozusagen das Anhäufigen von Fehlern in sein Leben, wo er sozusagen keine Auswege mehr findet oder wo es dann schwierig ist, irgendwie einen Ausweg zu finden. Deswegen sollte man darauf achten. Und manche falsche Praktiken und manche verspätetes Fragen, da könnte man schon in Großsünden leben und könnte dann auch gewaltige Ergebnisse kommen. Wie zum Beispiel bei Scheidung. Gibt es einige, die sozusagen fragen ganz spät.
Das heißt, jemand hat vielleicht 10 Scheidungen schon gemacht. Dann fängt er an zu fragen nach einem Ausweg, wie er noch immer noch die Frau behalten kann. Dann fängt er an zu fragen, ja, erste Mal war ich im Wut, zweite Mal war ich das, das, das. Der will jetzt ein Ergebnis. Aber wo warst du beim zweiten Mal oder dritten Mal? Warum ist dir nicht eingefallen, beim dritten Mal sollte ich doch schon anfangen zu fragen und so weiter und so fort. Und du weißt, da ist was, es stimmt nicht. Ja? Und es könnte sein, dass du jetzt nicht im Halal-Bereich mit deiner Frau bist. Und kommt noch weitere Scheidung und weitere Scheidung und weitere Scheidung. Und dann, deswegen, wenn etwas passiert und du weißt, das ist die Zeit, wo ich fragen sollte, für mein Leben, für meine Religion, für meine Frau, für meine Kinder, dann frag. Verspäte nicht das Fragen. Und das Fragen hütet dich von vielen falschen Wegen. Dann auch ein Mittel, der dich dazu bringt, dass du befestigt bist auf dem geraden Weg, ist, dass du die gute Freundschaft hast. Also Freunde, die dich an Allah erinnern, an den geraden Weg erinnern, die dich von Sünden fernhalten, von falschen Wegen fernhalten, von falschen Gruppierungen fernhalten. Das sind die Freunde, die Gold sind. Und hier eine Ermahnung an die Brüder. Habt Geduld miteinander. Verlasst nicht eure Freunde wegen den kleinsten Sache, wo du dann vielleicht diesen Freund nicht mehr findest. Oder jemanden, der dich so an Allah erinnert, findest. Und erwarte nicht, dass du die perfektesten Freunde hast. Der eine hat diese Macke, der andere hat diese Macke. Aber der ist ein Bestandteil von deiner Befestigung. Verliere ihn nicht. Deine Anwesenheit mit ihm ist viel besser als sozusagen deine Abwesenheit von ihm. Und deine Befestigung auf dem geraden Weg, die kannst du nicht schätzen, bis du sie verlierst. Wie viele Leute haben sich isoliert? Erstmal von den Leuten isoliert, weil er sozusagen keine Geduld hat mit irgendeinem. Und dann ist er allein. Und dann geht seine Praxis weg. Und verliert sich. Und hat schlechtes Denken über Menschen. Und dann hat er falsche Praktiken. Dann ist er aus dem Salat und Mustaqim raus. Ja, deswegen, wenn man gute Freunde hat, was bedeutet guter Freund? Einer hält sich an Koran und Sunna. Einer, sozusagen, in seiner Anwesenheit könntest du jetzt nicht an irgendwas Falsches denken. Hat saubere Aqida, Alhamdulillah. Egal, wenn er einige Macken hat, ja, behalte diesen Freund, der eigentlich für dich auch eine Festigung ist, anstatt irgendwas zu suchen, wo du dich von ihm trennst, wegen dieser oder dieser Macke. Dann den Dua. Ein Mittel zur Befestigung ist der Dua, dass man Allah darum bittet. Und gibt es sehr viele Dua, die uns der Prophet Muhammad beigebracht hat, um die Befestigung auf der Religion zu haben. Wie zum Beispiel, Allahumma, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Oder Allahumma, inni as'aluka al-thabata fil amr. Das ist ein langer Dua. Und weitere Duas, die uns der Prophet dann beigebracht hat. Das war zu Frage 198. Die Frage 199, was ist das Gegenteil von der Sunna? Das Gegenteil von der Sunna ist die Bid'a. Und Bid'a ist eine Tariqa, ein Weg in der Religion, der erfunden ist, der nicht existiert, der ist erfunden, eingeführt, womit man eine Konkurrenz macht an die Tariqa, an den Weg, der von der Scharia ist, der von der Religion ist. Und es wird beabsichtigt, durch das Praktizieren von dieser Sache, die Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala, also eine Übertreibung in der Näherung zu Allah subhanahu wa ta'ala.
Und in dem Hadith, was der Verfasser hier genannt hat, haltet euch mal meine Sunna fest, hat uns der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und das ist auch eine sehr wichtige Sache, und die Fitna, die jetzt vor einigen Wochen passiert ist, ist eine Fitna an die Muslime. Diese Fitna ist nicht nur eine Ablenkung gewesen, dass jemand abgelenkt ist von der Religion, sondern manche hat das auch in seine Religion getroffen, seine Religion getroffen, dass er einen falschen Weg gedacht hat. So, der Hadith von Iftiraq, das heißt, dass man, der Hadith von haltet euch an meine Sunna, der fängt an, wer, oder diese Textstelle meine ich, wer nach mir leben wird, wird sehr viel auseinandergehen und auseinander oder Spaltungen sehen. Das wird er sehen. Das heißt, es wird in der Umma diese Spaltung geben. Das hat der Prophet gesagt. Und das nennt man die Diagnose von der Krankheit. Der Prophet hat die Diagnose von Krankheit gegeben. Und zwar, dass wir uns spalten werden. Und nach dieser Diagnose hat der Prophet die Heilung gegeben, das Heilmittel, wie man diese Krankheit beseitigt. Da hat er gesagt, Alaikum bi Sunnati. Haltet euch an meine Sunna fest. Als ob er uns sagt, damit ihr nicht in Spaltung kommt und auseinandergeht und sozusagen euch gegenseitig bekriegt und in große Fitna seid, haltet euch mal meine Sünde, damit das nicht passiert. Jetzt kommen wir zu der heutigen Fitna, was heute auch, leider auch manche Prediger gesagt haben. Die haben gesagt, über diese Fußball-WM und was sozusagen diese Euphorie von vielen Leuten, leider hat man einige gesehen, die waren sozusagen mit dieser Fitna mitgegangen. In irgendwelche Form. Hat man gesagt, der Fußball hat uns geeinigt. Hat uns was vereint. So viele Länder und so viele arabische Länder und so weiter und so fort waren eins. Eins in was? Eins, dass wir diese Spaltungen beendet haben. Eins, dass wir sozusagen in einer Akida waren. Eins, dass wir sozusagen keine Gruppierung mehr haben. Oder haben wir uns auf etwas Unsinniges geeinigt? Das ist keine Einigung. Dass jeder das gleiche Spiel guckt und jeder mit einer Mannschaft ist, das ist keine Einigung. Deswegen ist eine Fitna in Religion gekommen, dass man so denkt, dass der Fußball uns einigt. Was macht die Sunna? Spaltet uns die Sunna? Solches Verständnis. Wir müssen zurückkehren zu den Worten von der Person, die Allah uns geschickt hat, der nicht aus eigener Neigung redet. Im Gegenteil. Alles spaltet uns, außer die Sünde. Alles könnte uns spalten, außer die Sünde. Und das, was passiert ist, das war keine Einigung. Das ist kein Verständnis von Einigung und ist auch keine Lösung. Selbst wenn diese Mannschaft sozusagen Weltmeister geworden ist. Oder wäre. Was hat das geändert von unserer Lage? Nichts. Aber glauben wir daran, wenn wir uns an die Sunna halten, dass sich was verändert? Natürlich glauben wir daran. Das Einzige, was diese Umma bewegen kann und korrigieren kann und von diesen Meinungsverschiedenheiten und auseinander und aus der Spaltung rausbringen kann, ist das Festhalten an die Sünde.
Wenn die Umma und oder die meisten von der Umma zurückkehren zu dieser Sache, dann haben wir unsere Probleme gelöst. Deswegen sollten wir darauf achten. Der Prophet Muhammad hat die Heilung gesagt. Und die Sunna des Propheten Muhammad ist der Weg, der den Prophet Muhammad genommen hat. Und das beinhaltet, dass wir an seinen Weg festhalten und an dem Weg von den Khulafa al-Rashidin, also die rechtgeleiteten Khalifen, was Überzeugung angeht, was Taten angeht, was Aussagen angeht. Das ist die komplette Sunna. Und bei diesem Hadith hat der Prophet Muhammad auch eine wichtige Aussage gesagt. Entfernt euch und haltet euch fern von den Erneuerungen von Bid'a. Denn jede Bid'a ist eine Dalala. Jede Bid'a ist eine Irreführung. Und das ist eine Antwort vom Propheten Muhammad gegenüber diejenigen, die die Bid'a in gute Bid'a oder schlechte Bid'a unterteilen. Jede Bid'a ist schlecht. Und dann, diese Frage kommt im Test, aber die Beispiele nicht. Also es gab viele Beispiele. Aber die Grundlagen von Bid'a sind zu drei Sachen zurückzuführen. Also worauf die Bid'a basiert. Was, wenn eine Bid'a entsteht, hat drei sozusagen Gründe oder Hauptgründe oder sozusagen Ursprung. Dass man Allah näher kommt mit etwas, was er nicht zu Gesetz gemacht hat. Das ist ein Grund. Dass man Allah näher kommt mit etwas, was er nicht zu Gesetz gemacht hat oder erlassen hat oder nicht erlaubt hat. Das ist ein Hauptgrund. Ein zweiter Hauptgrund, dass man rausgeht aus der Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, man will praktizieren, ja, aber man praktiziert das nicht, wie die Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Wie Allah subhanahu wa ta'ala es schon vorgeschrieben hat. Das heißt, das Rausgehen aus der Anordnung von Allah subhanahu wa ta'ala führt zu Bid'a und das Nähern. Also man nähert sich Allah subhanahu wa ta'ala mit etwas, was er nicht zu Gesetz gemacht hat, bringt einen in der Bid'a. Die dritte Sache, die Sachen, die man vermeiden sollte, auch wenn es erlaubt oder die dazu führen, das heißt, die eine sozusagen eine Brücke wären, dass man in die Bid'a reinkommt. Ja? Das heißt, die erlaubten oder die sozusagen die schon in der Religion bestehenden Sachen, die dazu führen, also durch diese falsche Praxis, die dazu führen, dass man dann zu Bid'a kommt oder in den Bid'a gerät. Das sind die drei Hauptgründe, die sozusagen zu Bid'a führen. Und dann habe ich ungefähr so vielleicht 20 oder mehr oder weniger Sachen genannt, die unter diese Regelung wieder unterteilen kann. Die 200. Frage, die 200. Frage, die Unterteilung von Bid'a, was von Ergebnis her, was von Urteil her, wie unterteilt man die Bid'a, was von ihr Urteil her ist, also das heißt zurückzuführen zu den Urteil. Die Bid'a ist in zwei zu unterteilen. Gibt es die Bid'a, die Kufr ist, und gibt es die Bid'a, die unter den Kufr ist, also nicht den Kufr erreicht hat. Dann hat er, Verfasser, hier gesagt, welche Bid'a Kufr ist. Wer etwas von der Religion, was ein Ijma' hat, und ist bekannt und verbreitet ist von der Religion, ja, was jeder wissen sollte, wenn er das verleugnet. Weil das eine Verleugnung vom Buch von Allah subhanahu wa ta'ala ist und Verleugnung von das, womit der Prophet uns gekommen ist. Da hat er einige Beispiele für diese Bid'a gemacht. Hier als
Erste Notiz, was wichtig für uns ist, dass wir unterscheiden zwischen dem Urteil über die Bid'a und dem Urteil über die Person, der diese Bid'a gemacht hat. Weil nicht jeder, der sozusagen eine Handlung von Kufr gemacht hat oder eine Aussage von Kufr gemacht hat, bekommt direkt sozusagen die Beurteilung, dass er Kafir ist. Es kann Hindernisgründe geben, falsches Verständnis geben. Aber über die Aussage kann man schon den Urteil fällen, über die Aussage oder die Bezeugung oder über die Handlung. So. Aber die Person, und das ist die zweite Sache, was ihr inshallah notieren solltet, die Person beurteilt man nicht als Kafir, bis ihm die Beweisführung klar geworden ist. Und es gibt Gruppierungen, die sozusagen in der Umma des Islams sind, gibt es bestimmte Gruppierungen, die die Gelehrten von Anfang an aus dem Islam ausgeschlossen haben. Das heißt, die gehören gar nicht zum Islam. Auch wenn sie das behaupten oder wenn sie irgendwas sozusagen machen, was im Islam ist. Dazu gehören die Gruppierung von Al-Batiniyya. Al-Batiniyya, das beinhaltet die Durusiten oder Nusayriyya oder Ismailiyya. Das sind sozusagen Gruppen, die gar nicht mit dem Islam zu tun haben. Und gibt es Gruppierungen, die die Gelehrten als Leute von Bid'a erklärt haben? Das heißt, die gehören zu dem Islam, aber die sind in Irrweg. Wie zum Beispiel Al-Khawarij, wie zum Beispiel Rafida oder Shia oder Qadariya oder Murji'a oder andere, die gehören zu was? Zu den Gruppierungen im Islam. Dann die nächste Frage, die 202, die Frage 202. Was sind die Erneuerungen, die nicht als Kufr zu betrachten sind? Ja, das sind die Erneuerungen, die nicht dazu führen, dass man etwas verleugnet, was im Koran gekommen ist. Und was man nicht verleugnet, was womit der Prophet Muhammad gekommen ist. Wie einige Praktiken, die passiert sind, hat der Beispiel gebracht, Bid'a al-Marwaniyya. Was haben die gemacht? Die haben zum Beispiel das Gebet von Eid sozusagen vor der Khutbah gemacht. Vor dem Gebet gemacht. Die Khutbah haben sie vor dem Gebet gemacht. Und normalerweise bei Eid-Gebet ist die Khutbah was? Nach dem Gebet. Also erst betet man, dann macht man die Khutbah. Einige haben das dann erst die Khutbah gemacht, dann das Gebet. Das wäre eine Bid'a. Das wäre eine Bid'a. Aber das ist jetzt nicht eine sozusagen Bid'a von der Abteilung Bid'a von den Kufr. Und genauso gilt für denjenigen, der, wenn er eine Bid'a geraten ist, dass man nicht ihn direkt als Mubtadi erklärt, bis man ihm die Beweisführung gebracht hat. Und auch eine Sache, wenn man jetzt die Abteilung von Bid'a, die nicht zum Kufr gehören, dürfte man aber trotzdem nicht als kleine Sache sehen. Also die Erneuerung sollte man sozusagen immer bekämpfen und immer vermeiden. Und die Salaf-Gelehrten haben gesagt, die Bid'a, also die Erneuerung, sind Brücken, die zu Kufr führen. Und ich habe euch die Geschichte von Abdullah Mas'ud genannt, wo er Leute gesehen hat, die sozusagen eine falsche Art von Dhikr von Allah Ta'ala gemacht haben, hat er gesagt, ihr werdet wie die Khawarij, von dem der Prophet sallam, erzählt hat, also ihr werdet von denen sein und tatsächlich sind sie von denen gewesen. Dann die Frage 203, die Bid'a sind Bid'a, also Erneuerung in Ibadat, also in Anbetung und Bid'a fi al-Mu'amalat, also in der zwischenmenschlichen Handlung. Wir haben diese Grundlage
Grundsätzlich ist die Ibadah verboten, bis der Beweis kommt. Das heißt, mach nicht eine Ibadah, ohne dass diese Ibadah einen Beweis hat. Und grundsätzlich, die zwischenmenschlichen Handlungen sind erlaubt, bis der Beweis kommt, was verbietet. Oder bis der Beweis kommt, was das beschränkt. Muss nicht immer sein, das Verbieten, sondern Beschränkung. Zum Beispiel, zwischenmenschliche Handlung ist Heirat. Heirat passiert nur durch Bedingungen, zum Beispiel. Dass man da nicht erneuert, weil das dann nicht zur richtigen Heirat führen kann. Dann die Bid'a in Ibadah hat zwei Arten. Entweder, dass man eine Zufügung in der Ibadah macht, die die ganze Ibadah zunichte macht, wie zum Beispiel, wenn jemand eine Raka'a mehr macht in ein Gebet, zum Beispiel angenommen Fajr, betet man drei Raka'at statt zwei Raka'at in Fajr. Dann ist es eine Bid'a, die das ganze Gebet zunichte macht. Oder wenn man zum Beispiel oder die andere Abteilung, die Bid'a, die nicht die ganze Ibadah zunichte macht. Wie zum Beispiel jemand macht in Wudu mehr als was der Prophet Muhammad uns beigebracht hat. Statt dreimal zu waschen, macht er viermal. Das ist eine Bid'a, die die Ibadah, also ganze Wudu, nicht ungültig macht. Aber diese Zufügung wird abgelehnt und ist sozusagen eine falsches Verhalten, was das Sünde angeht. Das war auch gleichzeitig die Beantwortung von der Frage 205. Ne? Was war die 205 eigentlich? Die Bid'a in der zwischenmenschlichen Handlung, dass man zum Beispiel etwas sozusagen zur Bedingung macht, was sozusagen den Koran oder der Sunna widerspricht. Das dürfte man nicht zum Beispiel machen. Ja, das ist etwas, was nicht sozusagen akzeptiert ist. Aber wie gesagt, erstens die Regel festhalten, dass grundsätzlich alles erlaubt ist bei der Muamalat, bis der Beweis kommt. Ja. Und die Bid'a, wie kommt sie in eine zwischenmenschliche Handlung, indem man etwas, was der Koran, was die Sunna beschränkt hat oder sozusagen als Regel gemacht hat in eine zwischenmenschliche Handlung, dass man das dann widerspricht, dass man diese Bedingung oder diese Beschränkung widerspricht. Oder dass man das zur Ibadah macht, etwas anders, was nicht sozusagen der Sunna ist. Das ist sozusagen eine falsche Verhalten. Zuletzt hatte ich dann die Dawabit al-Tabdi', also Grundlagen bei jemandem aus der Sunna ausschließen, genannt, damit man nicht in Übertreibung kommt und sagt, der ist Mubtada, der ist raus aus der Sunna, der. Gibt es Leute leider, die sozusagen das machen. Da müssen wir auch wissen, wie wir sozusagen diese Grundlagen verstehen, damit man nicht in Übertreibung kommt, was der Urteil auf eine Person ist, was bezüglich der sozusagen Sünde angeht, dass man ihn aus der Sünde ausschließt. Erstens, man muss sich auskennen mit der Bid'a und mit den Arten von Bid'a und mit den Grundlagen von den Erneuerern, das heißt die Gruppierungen. Wenn man jetzt sagt, der ist von den Khawarij, der muss die Grundlagen von Khawarij kennen, bevor er sagt, der ist von den Khawarij. Und der muss auch die Trennlinie zwischen der Gruppierung und zwischen Ahl Sunna kennen. Nicht, wenn zum Beispiel irgendeine Gruppierung eine Sache sagt, was der Aussage von Ahl Sunna nicht widerspricht oder korrekt ist, dass man ihn dann ausschließt wegen der korrekten Aussage, was eigentlich in der Sunna ist. Das heißt, man muss sortieren, was von Sunna ist und was von der Gruppierung ist. Was hat diese Gruppierung aus der Sunna ausgeschlossen, damit man, wenn man jemanden beurteilt, dass er das Gleiche gemacht hat. Das ist sozusagen eine sehr wichtige Sache und das können die Gelehrten unterscheiden. Dann müssen wir auch die Grundlage kennen, die
Entsprechend ist, wie bei der Grundlage von Takfir, nicht jeder, der in eine Bid'a verfallen ist oder geraten ist, wird automatisch auf ihn die Betitlung oder den Urteil gegeben, dass er ein Mubtada ist, dass er einer Erneuerer ist. Dann eine nächste Grundlage, die gilt für Takfir und die gilt auch für den Bid'a-Erklärer, also Tabdi'a. Es gibt die Entschuldigung in Unwissenheit. Entschuldigung in Unwissenheit bezüglich einen aus dem Islam ausschließen und die Entschuldigung wegen Unwissenheit, wenn man jemanden aus der Sunna ausschließt. Ja? Also man schließt niemanden aus dem Islam aus und schließt niemanden aus der Sunna aus wegen einer Unwissenheit, wo er geraten ist. Dann die Prüfung, dass man Leute prüft wegen Personen. Was sagst du über diese Person oder was sagst du über diese Person oder was sagst du über diese Sheikh? Ja, das ist sozusagen nicht eine gestattete Tat, dass man die Leute so prüft und dann anhand der Antwort schon urteilt. Anhand der Antwort schon urteilt. Dann, wenn zum Beispiel ein Gelehrter eine Urteil fällt mit seinem Ijtihad über eine Person, dass er zum Beispiel Mubtadi ist, und diese Person oder diese Gelehrte zum Beispiel ist bestätigt worden von anderen Gelehrten und ist auch von Sunna, derjenige, der ihn nicht folgt in diese Urteil, abgesehen, was diese Person wirklich ist. Das Nichtbefolgen in eine Ijtihad-Sache, in einer sozusagen Sache, wo ein Gelehrter sich verausgabt und wo er andere Gelehrten sozusagen folgt, dieses Nichtbefolgen darf nicht dazu führen, dass man ihn, derjenige, der ihn nicht gefolgt hat, dass man ihn aus der Sünde ausschließt. Weil der Urteil muss auf ihn fallen, wenn derjenige, den man aus der Sünde ausschließt, dass man weiß, dass er Bid'a hat. Nicht, dass er nicht übereinstimmt in Urteil über eine Person. Daraus darf man nicht eine Herleitung machen, dass er auch Mubtadi ist. Und das ist die Fitna, was heutzutage viele Schabab damit konfrontiert sind. Dann bis dahin, inshallah, das ist die Wiederholung von diesen Fragen. Und beim nächsten Mal, inshallah, gibt es den Test von Frage 197 bis 207. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.